ich davon jetzt 5 Gramm in einen Tee mache und den trinke, dann kann ich viel tiefer meditieren. Das heißt, Richtig. also, wenn du das erreicht hast, dann kannst du dein Bewusstsein bewusst vom Körper lösen und dann unbegrenzt viele Erfahrungen halt damit machen. Es gibt ja in Indien tatsächlich auch Yogis, die ernähren sich ausschließlich von Blüten, weil man sagt, in der Blüte des Lebens sein. Das heißt, in seiner vollen Kraft zu stehen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Timo und mit Mr. Raw. Schön, dass du da bist, Timo. Ich freue mich. Wir haben einige Sendungen bereits schon abgedreht. Ich glaube, das ist Sendung Nummer 6 zum Thema psychedelische Erfahrung, ekstatische Zustände durch wirkungsvolle Pflanzen und den Pflanzengeist einiger heiliger, traditioneller Pflanzen zu genießen. All das umfasst Schattenseiten, denn in der Gesellschaft ist teilweise einiges davon verpönt, was wir erwähnt haben, aber es umfasst auch wirklich lichtvolle Seiten, in denen wir erkennen können, dass die Gesellschaft teilweise wirklich fehlgeleitet ist, desinformiert und vollkommen desorientiert. Ja, absolut. Hast du recht. Was denken denn die Leute über Drogen oder diese ganzen Sachen, was hier steht? Lieber nicht. Ganz genau. Ne, lieber nicht. Finger weg. Wer denkt das bei Ihnen? Ja, die Menschen, die halt einfach keine Ahnung haben, würde ich sagen. Ne? Die wissen es halt einfach nicht. Also ich habe halt so gelernt in meiner Jugend, wenn ich trinken will, sollte ich nicht zu viel trinken und Drogen lieber nicht. Genau. So. Und dann habe ich halt angefangen, so meine ersten Erfahrungen mit Alkohol zu machen und die waren alle schlecht, muss ich sagen. Also ich habe Alkohol nicht gefeiert. Also ich hatte da auch hin und wieder mal vielleicht einen schönen Abend, aber meistens war es sehr unangenehm, halt auch gerade wegen dem Kater und so. Genau. Und dann habe ich irgendwann irgendwie Cannabis gerochen in der Luft und war irgendwie angetan und so. Und ich habe irgendwie dann Interesse gehabt, das auch mal zu machen. So, und dann habe ich mich halt auch immer mehr so damit beschäftigt, informiert, reingelesen, Erfahrungsberichte vor allem, finde ich, ist immer super interessant. So, und was ich auch immer faszinierend fand, Steve Jobs war für mich irgendwie immer so eine Inspiration, auch wenn ich mit seiner Unternehmenshaltung jetzt nicht so ganz im Einklang bin, aber so sein Kopf irgendwie und seine Inspiration, seine Kreativität, die er ausgedrückt hat durch seine Produkte, finde ich super faszinierend. Und er hat halt auch immer gesagt, dass LSD so seine ja, einschneidendsten Erfahrungen waren in seiner Jugend. Und dementsprechend war da auch einfach ein Interesse, dann so eigene Erfahrungen zu sammeln. Und so hat sich das dann mit der Zeit immer mehr ja, entwickelt. Ich habe mich da reingelesen, irgendwann meine eigenen Erfahrungen gesammelt. Und ja, mein Bild über Drogen hat sich dementsprechend natürlich auch stark geändert, ne? Also wenn du 3, 4, 5 Stunden am Tag meditierst und dann eine gewisse Wirkung hast, so du kennst das, ja, dann schätzt du das natürlich richtig wert, was du da gerade hast. Und wenn du dann zum Beispiel ein bisschen LSD nimmst oder ein bisschen Magic Mushrooms und dann, also wirklich nur ein bisschen, dann ähnliche Effekte hast wie nach so einem 3, 4 Stunden Meditationssession, dann denkst du halt nicht negativ darüber, ne? Sondern halt ganz im Gegenteil. Es ist dann einfach eine super Unterstützung. Und ja, ich finde das Thema, also Drogen allein, das Wort sollte es eigentlich gar nicht geben, finde ich. Sondern halt Opiate, Psychedelika, Alkohol, Stimulantien und so weiter. Ne? Das finde ich fair. Aber zu sagen Drogen und dann alles in einen Topf zu werfen, das ist halt ja, Schubladendenken. Sehr schön. Dazu gebe ich einige Anekdoten. Und zwar in Holland ist ein sehr liberales Land in der Drogenpolitik. Werden ganz bestimmte Substanzen frei angeboten auf dem Markt und die Gesellschaft hat kulturelle Erfahrungen damit gesammelt. Was sagt die Bilanz? Unterm Strich sind weniger Jugendliche abhängig von schweren Drogen und die Beschaffungskriminalität, in die man hier reingezwängt wird in Deutschland und in anderen Ländern der EU, die fällt weg, sodass ein ganz anderer sozialer Rahmen gegeben ist, ein ganz anderer ethisch-kultureller Austausch, aber vor allem auch eine ganz andere Möglichkeit einzugreifen. Wenn diese Sachen aber alle vermischt werden und das Plakat Drogen bekommen, dann wird einzig differenziert, und zwar, dass es unterschiedliche Wirkstoff- und Wirkstoffkategorien gibt, die er gerade erwähnt hat. Und zwar kann man da in die Tiefe gehen und gucken, was hilft mir auf dem Weg der Erleuchtung. Jetzt hier ein kleines Geheimnis. Unser Freund Christian Opitz arbeitet mit 5-Meo-DMT, um noch tiefere Erlebnisse in den Gruppen zu erzeugen.
hat er mich jetzt hinter verschlossenen Türen gefragt, ihr seid ja hier im Inner Circle, ihr kriegt jetzt ein bisschen Hintergrundwissen. Also auch die ganz großen Spirituellen nutzen manchmal diese Pflanzen, um bei Menschen, die diese tief sitzenden Blockaden haben, einfach die Zeit der Meditationsjahre, die man da machen müsste, um da ranzukommen, zu verkürzen. Auf jeden Fall, Und ich finde, das ist ein Gamechanger. Und das ist das Schöne an der Globalisierung und das ist das Schöne an der neuen Zeit. Wieso sollten wir uns wie nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, an alte Begrenzungen halten, anstatt jetzt wirklich mal global zu denken, wirklich mal multidimensional zu denken und das auszuschöpfen, was uns von dem Bewusstsein der göttlichen Gnade auf dem Planeten hinterlegt wurde, wie zum Beispiel solche Heilpflanzen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das ich noch nicht mal kenne und das jetzt erstmal anreißen werde, im wahrsten Sinne des Wortes. Was habe ich hier in der Hand? Blaue Lotusblüten, getrocknet. Was sind diese blauen Lotusblüten? Ich packe sie mal aus, du kannst mir kurz was darüber erzählen. Ich weiß gar nicht, womit ich hier zu tun habe. Da muss ich mir wirklich mal meine Unwissenheit eingestehen. Ihr seht auch, Mr. Raw hat seine Grenzen im Bewusstsein und im Erfassen der Dinge. Da bin ich aber jetzt mal gespannt, was sich hieraus ergeben wird. Ja, der blaue Lotus, der wächst in Sri Lanka auf dem Wasser als Lotusblüte. Und das Produkt, was ich hier dann quasi anbiete und verkaufe, sind die ganzen Blüten, ist schon ziemlich voll, so, die sind auch super schön, guck mal. Die sind wirklich sehr schön. Ich finde auch, durch eine Farbe kannst du auch viel über die Wirkung sagen. Ja, Indigo und sehr viel Zirbeldrüse, sehr viel Multidimensionalität. Genau, eben oben in den Chakren. Richtig. Ne? Zum Beispiel der Fliegenpilz ist ja rot und der hat deswegen halt auch Wurzelchakra. Genau, dieses stärkende Gefühl und so, das passt halt super gut. Oder zum Beispiel Cannabis, grün, ist auch sehr herzöffnend, kann sehr herzöffnend sein. Genau, also zum blauen Lotus, getrocknet, verwendet man den als Tee hauptsächlich. Und wenn ich davon jetzt 5 Gramm in einen Tee mache und den trinke, dann kann ich viel tiefer meditieren. Das hat so eine leichte dissoziative Wirkung, dass die Gedanken, die ich habe, nicht mehr so penetrant sind, so ein bisschen weiter von mir weg. Ich kann sie mehr beobachten. Und was auch ziemlich interessant ist, dass ich dadurch auch leichter in die Traumwelt rutschen kann und dabei bewusst bleibe. Wow. Das ist so eine Sache, da tun sich viele schwer, die jetzt zum Beispiel luzide Träume erleben wollen oder außerkörperliche Erfahrung. Da geht es eigentlich nur darum, diese Schwelle zum Schlaf zu überwinden, dass man quasi mit dem Bewusstsein wach bleibt. Aber der Körper schläft. Richtig. So, wenn du das erreicht hast, dann kannst du dein Bewusstsein bewusst vom Körper lösen und dann unbegrenzt viele Erfahrungen halt damit machen, weil der Körper begrenzt halt auch irgendwo, ne, gewisse Erfahrungen zu sammeln. Und der blaue Lotus, der kann da halt helfen, sich diesen Welten zu öffnen. Und sowas wie luzide Träume sind auch keine Seltenheit, wenn man den Tee vorm Schlafengehen getrunken hat. Aber auch nicht garantiert. Also das ist auch wieder so ein großer Punkt mit der Traumerinnerung. Wenn die Traumerinnerung nicht da ist, dann kannst du erleben, was du willst, du erinnerst dich dann halt nicht dran. Und das ist halt auch so eine Sache, die leider, die wir leider auch so verlernt haben, diese Sachen, die wir nachts erleben, die schätzen wir gar nicht wert. Wir wachen auf und direkt beginnt der Tag. So, und eigentlich sollte man, wenn man aufgewacht ist, sich erstmal fragen, was habe ich denn eben erlebt, wo war ich eben? Und wenn du dir diese Fragen stellst, immer wieder kommen irgendwann Sachen hoch und dann hast du immer mehr Erinnerungen. Und da würde ich auch empfehlen, wenn man wirklich Interesse hat, da mal reinzugehen, Traumtagebuch schreiben, sowas hier vielleicht nutzen hin und wieder. Und dann kann man da auch echt tolle Erfahrungen sammeln. Also ich habe auch etliche luzide Träume schon gehabt und außerkörperliche Erfahrungen, auch Rückführungen in andere Leben, auch zum Teil mit einer Unterstützung wie diesen hier. Aber das geht auch ohne natürlich. Generell alles, was wir hier sagen, geht natürlich auch ohne. Es ist nur eine Hilfe, es ist nur ein Tool. Genau, und das kann man halt ganz gut als Tee konsumieren. Früher, die Ägypter haben das sehr, sehr gerne in Wein eingelegt. So würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Aber das hat auch eine sehr synergetische Wirkung. Wenn man Wein trinkt, dann würde ich echt empfehlen, Wein mit blauem Lotus, weil dann trinkst du weniger und du hast eine viel psychedelischere Erfahrung mit mehr Transzendenz und mit mehr Tiefe einfach. Das habe ich auch schon gemacht, aber nur einmal, weil Alkohol ist nicht meins. Ja. Genau, und was man auch machen kann, man kann ihn auch dampfen, vaporisieren oder rauchen. Der Rauch ist auch sehr angenehm, muss ich sagen, im Vergleich, und da hat es auch ähnliche Effekte. Wahnsinn. Ja. Wunderschöne Pflanze, muss ich auch jetzt sagen. Wo kommt der nochmal ursprünglich her? Wie ist die Tradition? Was ist das überlieferte Wissen? Und aus welcher Region stammt dieser blaue Lotus? Und wie bist du darauf gekommen, ihn wieder zu entdecken und gerade heute noch zu integrieren in dein Sortiment?
Ja, also durch meine außerkörperlichen Erfahrungen war ich schon immer stark verbunden mit dem blauen Lotus. Und deswegen war mir auch wichtig, dass es auf jeden Fall in den Shop geht. Ich muss sogar sagen, vor dem Fliegenpilz habe ich gesagt, ich mache einen Shop für blauen Lotus. Und dann, als der Fliegenpilz zu mir kam, habe ich gewusst, okay, jetzt Fliegenpilz und blauer Lotus. Das waren quasi so die ersten zwei Produkte, ne? Genau. Ja, was man zu der Geschichte sagen kann, genauso wie die anderen Pflanzen und Pilze wurden sie halt auch zeremoniell verwendet, um eben diese nächtlichen Erfahrungen mehr kennenzulernen, sich da mehr darauf einzulassen. Und ich muss auch sagen, die Traumerinnerung, die wird auch gesteigert. Aber man sollte sich nicht nur darauf verlassen, so, weil da ist schon die Erinnerung schon sehr wichtig, wenn man da mehr reingehen will. Und ja, genau, für Trance-Zustände wird das früher verwendet und um den Schlaf zu fördern. Sehr, sehr schön. Es gibt ja in Indien tatsächlich auch Yogis, die ernähren sich ausschließlich von Blüten, weil man sagt, in der Blüte des Lebens sein. Das heißt, in seiner vollen Kraft zu stehen. Hier kann man bewusstseinsmäßig mal in seine volle Kraft kommen, seine Träume wieder visualisieren, sich daran erinnern und in die Manifestation kommen. Denn jeder Traum ist eine Botschaft und es gibt alte Völker wie die Indianer, die sagen, wer sich nicht an seine Träume erinnern kann, ist psychisch krank. In der Gesellschaft ist heute leider nichts Besonderes, psychisch krank zu sein, sondern wir sind seit unserer Kindheit in einem geistigen Gefängnis geboren, wo wir viele unserer paranormalen Fähigkeiten unterdrückt und paranormalen Fähigkeiten irgendwie abtrainiert bekommen haben. Diese Kehrtwende machen wir aber jetzt. Das heißt, jetzt geht es in die entgegengesetzte Richtung. Da können wir tatsächlich solche Pflanzen als Hilfsmittel nutzen. Ganz wichtig, wieder der Disclaimer, diese Pflanzen nur als Räucherwerk zu nutzen. Hier drunter ist ein Rabattcode, da könnt ihr sie über seinen Shop beziehen. Dann testet, probiert es aus und macht es in einem schönen zeremoniellen Rahmen mit erfahrenen Menschen. Und ganz wichtig, nicht konsumieren auf die Art und Weise, wie wir es hier gerade beschrieben haben, sondern nur daran halten, was im Shop auch als Anwendung steht. Vielen herzlichen Dank. Bis zur nächsten Sendung. Danke dir, mein Lieber, und Danke. alles Gute. Ciao. Ich denke, die Schöpfung hat nicht ganz bestimmte Pflanzen um uns herum platziert, dass wir sie einfach nur anschauen sollten, sondern wir können sie auch nutzen, um unser Bewusstsein zu erweitern. Ne? Also der Fliegenpilz, der San Pedro-Kaktus, hawaiianische Holzrosesamen, blauen Lotus, Rohkakao und jetzt Damiana behandeln wir jetzt in dieser Folge, würde ich sagen. Ich trinke das als Tee, um meine Libido so ein bisschen zu verstärken. Dafür ist es auf jeden Fall bekannt, wurde auch schon früher dafür verwendet. Danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt was ganz Neues für dich, und zwar den Inner Circle. Eine Wissensplattform, wo ich mein geballtes Wissen der letzten Jahre unzensiert zusammengefasst habe. Mit einem Expertenteam rund um das Thema Gesundheit und viele andere spannende Themen findest du dort neue Hintergründe zu meinen Geschichten und zu den Informationen aus diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David.